Hallo, ich bin Pia, ich bin Psychologin und das hier ist mein Kanal, Trommelwirbel, der war richtig schlecht, Psychologiek. Können Männer und Frauen wirklich keine Freunde sein, weil Männer generell immer mehr als nur Freundschaft wollen? Eins kann ich euch schon mal verraten, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Hier kommt die ganze Wahrheit, die wissenschaftliche Wahrheit über Freundschaften zwischen Männern und Frauen. Boah, ist das alles aufregend, ey. So, zum Anfang habe ich jetzt gleich mal einen krassen Fakt für euch. Und zwar zeigen nämlich Studienergebnisse, dass Männer zu 87,4% männliche Freunde und Frauen zu 79,6% weibliche Freunde haben. Ein YouTuber hat für dieses Phänomen eine ganz simple Erklärung. It is impossible for men and women to be just friends. And under no circumstances can it happen. Bevor wir jetzt so richtig durchstarten, habe ich noch einen kurzen Disclaimer für euch. Da es ja nicht wirklich irgendwelche passenden deutschen Begriffe gibt, verwende ich im Video immer wieder die englischen Begriffe Cross-Sex und Same-Sex-Freundschaft. Cross-Sex-Freundschaft steht für eine Freundschaft zwischen Mann und Frau, also zum Beispiel zwischen mir und meinem besten Freund. Eine Same-Sex-Freundschaft steht für die Freundschaft zwischen Mann und Mann oder Frau und Frau, also zum Beispiel zwischen mir und meinen Freundinnen. Und um das jetzt hier so einfach wie möglich für euch zu machen, möchte ich euch ganz gerne Flo und Lisa vorstellen. Flo und Lisa sind miteinander befreundet und Lisa steht in meinem Video für alle Frauen und Flo steht für alle Männer. Und noch was, bevor wir jetzt so richtig tief ins Thema eintauchen. Leider hat sich die psychologische Forschung bisher wenig, beziehungsweise ja auch irgendwie eigentlich gar nicht, mit Cross-Sex-Freundschaften bei Homosexuellen beschäftigt. Also wenn jetzt zum Beispiel Lisa einen schwulen besten Freund hat. Alles, was ich euch jetzt ab hier in diesem Video erzähle, bezieht sich nur auf Heterosexuelle. Wie in dem YouTube-Video dargestellt, hat die Forschung tatsächlich gezeigt, dass Flo sich generell sexuell hingezogener fühlt zu Lisa als Lisa zu Flo. Dazu kommt noch, dass Flo das sexuelle Interesse von Lisa an ihm häufig überschätzt. Genau dieses Muster zeigt sich übrigens auch bei der Partnersuche. Stimmt es also wirklich, wie in dem Video behauptet, dass Männer immer nur mehr als Freundschaft wollen? Um diese Frage zu klären, müssen wir erstmal zwischen vier Arten von Anziehung unterscheiden, die in Cross-Sex-Freundschaften so auftreten können. Sexuelle Anziehung. Flo fühlt sich zu Lisa, beziehungsweise, ja, Lisa fühlt sich zu Flo körperlich und sexuell hingezogen. Objektive Anziehung. Flo denkt, dass Lisa, beziehungsweise Lisa denkt, dass Flo so objektiv gesehen ganz attraktiv ist, aber ja, da ist so absolut gar keine sexuelle Anziehung. Romantische Anziehung. Einer oder beide wünschen sich, dass aus der Freundschaft eine Beziehung wird. Und zu guter Letzt haben wir dann noch die freundschaftliche Anziehung, wenn Lisa und Flo sich einfach nur freundschaftlich miteinander verbunden fühlen. Studienergebnisse zeigen, dass im Laufe der Freundschaft die freundschaftliche Anziehung steigt, die romantische, aber auch die sexuelle Anziehung tendenziell mit der Zeit eher nachlassen. Das heißt, auch wenn Flo zu Beginn einer Freundschaft vielleicht noch ganz, ja, andere Absichten hatte, fühlen sich die meisten Cross-Sex-Freunde nur freundschaftlich miteinander verbunden und vielleicht noch, ja, irgendwie gut aussehend, aber nicht unbedingt sexuell anziehend und, ja, romantisch miteinander verbunden. Wenn man sich dann aber doch sexuell anziehend findet, was immerhin je nach Studie in so, ja, 30-50% der Cross-Sex-Freundschaften tatsächlich der Fall ist, scheint es für Flo und Lisa, was das Level der sexuellen Anziehung innerhalb dieser Freundschaft angeht, keinen signifikanten, also keinen wirklichen Unterschied zu machen, ob sie selbst in einer festen Partnerschaft sind oder nicht. Anziehung hin oder her, was ich allerdings ein wenig überraschend bzw. ja auch irgendwie ganz schön arschig finde, ist, dass eine Studie gezeigt hat, dass der Wunsch nach einem Date mit Lisa bei Flo, wenn er in einer Beziehung ist, einfach mal genauso hoch ist, als wenn Flo Single wäre. Aber hey, I'm not here to judge. Wenn man sich das alles jetzt mal so anguckt, ist es nicht wirklich verwunderlich, dass der Partner bzw. ja die Partnerin auf die Freundschaft zwischen Lisa und Flo eifersüchtig sein könnte. Aber worauf ist man denn dann eigentlich eifersüchtig? Genau das haben sich auch die Wissenschaftler Timothy Worley und Jennifer Samp gefragt. Ich hoffe, ich habe die Namen jetzt richtig ausgesprochen. Und die haben die Antworten der Versuchsteilnehmer dann in vier Eifersuchtskategorien unterteilt, die man gegenüber der Cross-Sex-Freundschaft des Partners empfinden kann. Ob die Eifersucht dann wirklich gerechtfertigt ist oder nicht,
Das ist nochmal eine ganz andere Frage. Die erste Kategorie ist die sexuelle Eifersucht. Also eine Eifersucht, die von der Angst, dass Lisa und Flo vielleicht irgendwas miteinander anfangen könnten, ausgeht. Dann haben wir dann noch die Eifersucht auf Intimität, also die Eifersucht auf das innige, freundschaftliche Verhältnis von Lisa und Flo. Dann die Eifersucht auf Einfluss, also die Eifersucht auf den möglichen Einfluss, den Flo auf Lisa bzw. Lisa auf Flo irgendwie haben könnte. Und als letztes haben wir noch die Eifersucht auf die Kameradschaft, also ja, eigentlich auf die Freundschaft. Das ist die Eifersucht, die aus der Angst beruht, dass die Freundschaft der beiden, der Beziehung irgendwie Zeit zu zweit für Aktivitäten oder für Zärtlichkeiten oder sonst irgendwas wegnehmen könnte. Auch wenn so ein klitzekleines bisschen Eifersucht ja bekanntlich ganz gesund sein kann, kann es sowohl für die Beziehung als auch für die Freundschaft zwischen Lisa und Flo ja wirklich problematisch werden. Besonders wenn die Eifersucht vom Partner bzw. der Partnerin überhand nimmt, zu Streit führt und der Partner bzw. die Partnerin im schlimmsten Fall einfach die Freundschaft zwischen Flo und Lisa komplett verbieten möchte. Doch nicht nur sexuelle Anziehung und eventuelle Eifersucht eines Partners können der Freundschaft zwischen Lisa und Flo einen Strich durch die Rechnung machen. Der Fakt, dass Lisa und Flo unterschiedliche Erwartungen an eine Freundschaft haben, macht es auch nicht unbedingt leichter. Der amerikanische Wissenschaftler Jeffrey Hall hat nämlich herausgefunden, dass Lisa eine höhere Erwartung an eine Freundschaft in Hinsicht auf unter anderem Vertrauen, gleiche Interessen und Aktivitäten, Empathie, emotionale Nähe und Zusammenhalt im Vergleich zu Flo hat. Flo legt in einer Freundschaft wiederum mehr Wert auf Dinge wie persönliche und finanzielle Ressourcen und auch Status. Also, ohne dass das jetzt irgendwie gemein klingen soll, aber Dinge, die sein Ego und sein Ansehen pushen. Spannend fand ich es an diesem Punkt auch, dass je nachdem, ob man gerade in einer Beziehung ist oder nicht, man anscheinend irgendwie unterschiedliche Ansprüche an eine Cross-Sex-Freundschaft hat. Eine Studie hat nämlich gezeigt, dass Leute, die gerade in einer Beziehung sind, gleiche oder sogar geringere Erwartungen an eine Cross-Sex-Freundschaft haben im Vergleich zu einer Same-Sex-Freundschaft. Also, wenn Lisa jetzt zum Beispiel in einer Beziehung wäre, würde Lisa verhältnismäßig weniger von Flo erwarten als von ihrer besten Freundin. Nennen wir sie jetzt einfach mal Kati. Leute, die wiederum Single sind, haben auf der anderen Seite höhere Erwartungen an die Cross-Sex-Freundschaft als an die Same-Sex-Freundschaft. Also, wenn Lisa dann jetzt einfach wieder Single ist, hätte sie höhere Erwartungen an Flo, als sie die an Kati hätte. Weil das ja noch nicht alles kompliziert genug ist, ist euch schon mal aufgefallen, dass man häufig nicht nur irgendwie komisch angeschaut wird, wenn man von der Cross-Sex-Freundschaft erzählt, sondern sich auch irgendwie, ja, rechtfertigen muss für diese Freundschaft und erklären muss? Ja, nee, ist klar, ihr seid befreundet. Laut Heidi Reeder, einer amerikanischen Professorin für Kommunikation, liegt es unter anderem daran, dass in unserer westlichen Gesellschaft keine kulturell festgelegten, ja, Regeln für Cross-Sex-Freundschaften existieren. Während man in Same-Sex-Freundschaften und in Beziehungen irgendwie ganz genau weiß, was man zu erwarten hat oder was man erwarten kann, muss man bei Cross-Sex-Freundschaften erstmal überlegen, was ist das jetzt hier überhaupt? Ist das wirklich nur eine Freundschaft oder ja, könnte es auch irgendwie mehr werden? Und wie stehe ich generell zu dieser Person? Das macht es natürlich nicht nur für Lisa und Flo an sich schwierig, sondern auch für die ganzen Außenstehenden. Also zum Beispiel jetzt Kati, die beste Freundin von Lisa, diese Freundschaft zwischen Flo und Lisa zu verstehen. Und in Cross-Sex-Freundschaften kommt es genau aus diesem Grund ganz besonders, ja, am Anfang schnell mal zu Missverständnissen, was so den, ja, den Zweck und die Erwartung an diese Freundschaft angeht. Zu der allgemeinen Verwirrung trägt dann noch bei, dass uns durch Filme und Serien indirekt vermittelt wird, dass platonische, also so rein, ja, wirklich rein freundschaftliche Cross-Sex-Freundschaften, krasses Wort auf jeden Fall, nicht wirklich möglich sind, da irgendwann entweder die Liebe oder aber auch Sex, also jetzt so Stichwort Freundschaft plus, dazwischen kommen. Freundschaft plus Beziehungen sind heutzutage alles andere als unüblich und je nachdem, welche Altersgruppe man befragt, hatten zwischen 35 bis zu 65% bereits, ich sag jetzt mal, ja, etwas intimeren Kontakt mit einem ihrer Cross-Sex-Freunde. Aber von wegen Sex macht alles kaputt.
67% derjenigen, die schon mal eine Freundschaft Plus hatten, berichten, dass der Sex die Freundschaft sogar eher noch gestärkt hat und in 20% der Fällen entwickelte sich aus der Freundschaft Plus sogar eine romantische Beziehung. Wo wir jetzt gerade schon mal bei dem Thema Beziehung sind, ich weiß, Freunde, Überleitung läuft bei mir. Wie sieht es denn eigentlich mit diesem berühmt-berüchtigten Lass uns Freunde bleiben nach einer Trennung aus, das wir garantiert alle schon mal gehört haben und kennen? Studienergebnisse zeigen, dass tatsächlich mehr als die Hälfte der Ex-Paare nach einer Trennung noch miteinander befreundet sind. 14% gaben sogar an, dass der ehemalige Partner mittlerweile der beste Freund bzw. die beste Freundin ist. Doch wovon ist es abhängig, ob man nach der Trennung befreundet bleibt oder nicht? Die Forschung hat gezeigt, dass es ganz darauf ankommt, wie intensiv die Freundschaft vor der Beziehung war und welchen Stellenwert das, miteinander befreundet sein in der Beziehung hatte. Und vor allem aber auch, was so der Trennungsgrund war und auch wie die Trennung oder generell dieses ganze Schlussmachen kommuniziert wurde. We were on a break! Um jetzt nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, ob eine Freundschaft zwischen Männern und Frauen funktionieren kann. Auch wenn einem in einer Cross-Sex-Freundschaft definitiv mehr Steine in den Weg gelegt werden als in einer Same-Sex-Freundschaft, kann eine Freundschaft zwischen Männern und Frauen auf jeden Fall funktionieren. Also Freunde, kommuniziert offen und ehrlich miteinander, lasst euch nicht von irgendwelchen Mitmenschen oder so stressen und vergesst nicht, eine Freundschaft muss nicht perfekt sein, sie muss einfach echt sein. Ich bin jetzt natürlich super, super neugierig, was eure Meinung zu diesem Thema ist und auch, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Also schreibt mir super, super gerne mal hier unten in die Kommentare und ich bin, saugespannt, eure ganzen Geschichten zu lesen. So Leute, ihr kennt das YouTube-Game. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann gebt mir und diesem Video gerne einmal einen Daumen hoch und ansonsten abonniert meinen Kanal, wenn ihr keins meiner Videos mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Video.